Das Lynch-Syndrom, ich hole ziemlich weit aus, fange ganz am Anfang an, um aber am Ende dann doch ziemlich speziell zu werden, sodass ich hoffe, dass für jeden was dabei ist. Jetzt geht es schon los, jetzt geht die Dias nicht runter. Und so. Das ist das, was wir wissen über Kolonkarzinome. Die allermeisten sind sporadisch, der allergrößte Teil. Einige Familien zeigen eine familiäre Häufung. Und einige zeigen eigentlich völlig klare Erbgänge, monogen. Es zieht sich über die Generationen durch, auch sind auch auf der horizontalen Ebene, also in den Generationen, mehrere Leute betroffen. Hier sind wir so weit, dass wir ziemlich genau wissen, in vielen Fällen, was das ist, nämlich entweder ein sogenanntes HNPCC-Lynch-Syndrom oder eine Polyposis-Erkrankung. Bei der familiären Häufung wird es so sein, dass es wahrscheinlich polygene, sehr viel polygene Ursachen zugrunde liegen, wo man jetzt dabei ist, tatsächlich die auch rauszufinden. Wie ist es von der Nomenklatur? Es wird immer gesagt, HNPCC ist gleich Lynch-Syndrom. Das wird oft synonym verwendet. Das ist aber nicht ganz richtig, denn unter dem Begriff oder der Begriff Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer grenzt eigentlich alle erblichen kolorektalen Karzinomerkrankungen von den Polyposis-Erkrankungen ab, spezifiziert aber mit dem Namen eigentlich nicht, um was es sich handelt. Und es kann sich aber um unterschiedliche Dinge handeln, nämlich tatsächlich um das Lynch-Syndrom, das ganz klar definiert ist durch den Nachweis einer pathogenen Variante in einem der Mismatch-Repair-Gene. Es kann sich handeln um ein Lynch-like-Syndrom. Das sind mikrosatelliteninstabile Tumore, bei denen die Mikrosatelliteninstabilität nicht durch eine BRAF-Mutation oder eine MLA1-Promotermethylierung verursacht wird und bei denen man aber auch keine pathogene Keimbahnmutation in den Mismatch-Repair-Genen findet. Diese, wo man einfach sagen muss, die Ursache der Mikrosatelliteninstabilität ist ungeklärt. Und dann gibt es da noch die Familial Colorectal Cancer Type X. Das sind diejenigen Familien, die auch diese Amsterdam-Kriterien erfüllen, also drei Betroffene, erstgradig verwandt, zwei Generationen. Die Tumore weisen aber keine Mikrosatelliteninstabilität auf, sie sind stabil und es besteht der dringende Verdacht auf eine erbliche Prädisposition. Hier wissen wir aber eigentlich noch gar nicht wirklich, was da dahinter steckt. Trotzdem werden diese Begriffe häufig synonym verwendet und ganz oft kann man auch so lesen, dass wenn keine Mikrosatelliteninstabilität vorliegt, irgendeine erbliche Ursache ausgeschlossen ist. Das ist nicht der Fall. Also wenn die Familienanamnese hochpositiv ist, kann das immer noch was Erbliches sein, entweder hier sowas oder irgendwas anderes, was wir noch nicht kennen. Aber auch wenn er instabil ist und es ist keine Mutation nachgewiesen, ist es möglicherweise was Erbliches, aber nicht sicher. Was gibt es für Pathways in der Karzinogenese? Wir kannten als ersten diesen guten alten Pathway, der vom APC-Gen ausgeht, bei familiärer Veranlagung, also eine Keimbahnmutation in einer Genkopie des APC-Gens, ist es die Polyposis, die familiäre adenomatöse Polyposis. Das kann auch sporadisch passieren, dass das APC-Gen kaputt geht und es entsteht ein Kolonkarzinom. Die Tumore sind typischerweise chromosomal instabil und zeigen keine vermehrte Methylierung. CIP steht für CPG, Island Methylation Pathway, das findet man bei diesen Tumoren nicht. Dann, außerdem sind sie mikrosatellitenstabil, weil sie ja chromosomal instabil sind. Es gibt auch seltene Tumoren, wo beides vorliegt, aber das ist hier in der Regel nicht der Fall. Dann gibt es den sogenannten Serrated Pathway. Da ist ausgehend eine Mutation oder Variante, entweder in KRAS oder BRAF oder hier in BRAF. Es folgt eine mehr oder weniger aberrante Methylierung. Die Tumore sind mikrosatellitenstabil. Wenn eine BRAF-Mutation vorliegt, kann im nächsten Schritt entweder MGMT methyliert werden. Dann bleibt der Tumor mikrosatellitenstabil, hat aber ein auffälliges Methylierungsmuster. Wenn der MLA1-Promoter methyliert wird, wird der Tumor mikrosatelliteninstabil und hat ebenfalls ein auffälliges Methylierungsmuster.
Also man weist hier eine BRAF-Mutation nach, eine Methylierung des MLH1-Promoters, und dann weiß man, dass diese Mikrosatelliteninstabilität nicht auf ein Lynch-Syndrom zurückzuführen ist, sondern eine mit hoher Wahrscheinlichkeit sporadische Tumorentstehung ist. Und dann gibt es die Leute mit Mutationen in den Mismatch-Repair-Genen, die alle eigentlich eine hochgradige Mikrosatelliteninstabilität entwickeln, aber keine auffällige Methylierung. Das sind eigentlich so die wesentlichen Pathways, die wir heute haben in der Karzinogenese des kolorektalen Karzinoms. Das hier für speziell fürs Lynch-Syndrom gibt ganz gut die Prävalenz wieder. Etwa 2 bis 5% aller kolorektalen Karzinome sind tatsächlich Lynch-Tumore. Die meisten Mikrosatelliteninstabilen sind aber dann doch eher sporadisch. Was ist denn eigentlich so ein Mismatch? Diese Mismatch-Repair-Gene, was tun die denn eigentlich? So schaut die DNA normalerweise aus. Sie ist eine Helix und macht mit ihren Wasserstoffbrückenbindungen, hält sie die zwei Stränge hier zusammen, und sie verwindet sich so, einfach weil das der energetisch günstigste Zustand ist in dieser Konformation. Wenn sich hier zwei Basen gegenüberstehen, die sich nicht mögen, und es ist immer dann der Fall, wenn nicht A und T oder G und C gegenübersteht, sondern von mir aus T und G, dann verbindet sich das DNA-Rückgrat an dieser Stelle, es entsteht buchstäblich so ein Bubble, also wirklich eine Strukturstörung in der DNA. Und das ist gar nicht so selten, das passiert sehr häufig, nämlich ungefähr 500.000 Mal pro Zellteilung. Das sind einfach die Fehler, die Polymerasen, bei der Zellteilung muss ja alles neu synthetisiert werden. Und diese Polymerasen nehmen immer einen Strang als Matrize und synthetisieren den Gegenstrang neu, und da passieren Fehler, das ist ganz normal. Und es wird aber mit ganz, ganz hoher Zuverlässigkeit korrigiert, weil sonst gäbe es uns wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wenn das nicht funktionieren würde. Dieses Korrektursystem hat sich die Natur nur einmal ausgedacht, diesen Mismatch Repair, und der funktioniert beim Menschen und der Bierhefe fast identisch. Wie geht das? Wir haben hier einen Mismatch, und ein Mismatch wird zunächst einmal im Wesentlichen erkannt aus einem Dimer aus MSH2 und MSH6. Und wenn dieser Donut, der hier über die RNA fährt und schaut, ob alles passt, einen Mismatch findet, dann fangen die beiden Proteine MLH1 und PMS2 an, andere Proteine herbeizuholen, um dann den Reparaturmechanismus in Gang zu setzen. Also MSH2, MSH6 sucht, MLH1 und PMS2 sorgt dafür, dass dann auch was passiert. Was passiert? Es kommen Enzyme, die diesen Strang hier ein Stückchen rausknabbern, und dann kommen Enzyme wie die Polymerasen, die dieses Loch hier wieder füllen. Und eine Ligase, die hier die Lücke schließt. Also MSH2, MSH6, und dann gibt es noch einen anderen Bindungspartner für MSH2, MSH3, die suchen die Mismatches. MLH1, PMS2 sorgt dafür, dass die anderen Proteine tätig werden. Und ganz besonders gerne treten solche Mismatches auf in Bereichen, die repetitiv sind in der DNA. Das sind zum Beispiel Abfolgen von AAAA oder CACACA. Und solche Bereiche nennt man Mikrosatelliten. Diese Mikrosatelliten kommen überall verteilt im Genom vor. Und die werden ganz besonders gerne mit Fehlern hier behaftet. Und deswegen bezeichnet man das Vorliegen dieser Fehler auch als Mikrosatelliteninstabilität. Obwohl es eigentlich natürlich das gesamte Genom betrifft, also auch alle kodierenden Gene, nur das sind sogenannte Sollbruchstellen, und die haben dann auch zur Namensgebung geführt. Und wenn man schauen will, ob ein Genom mikrosatelliteninstabil ist, dann schaut man tatsächlich genau dahin. Das sind die Mikrosatelliten, die man analysiert und schaut, ob die noch die richtige Anzahl an A's oder C's hintereinander haben. Und wenn es nicht stimmt, dann ist das instabil. Nur so am Rande eine kleine Information. Cadmium, wissen wir ja alle, ist toxisch. Und Cadmium ist deswegen toxisch, weil es die ATP-Bindungsstelle, hier wird Energie verbraucht bei diesem Vorgang, der Mismatch-Repair-Enzyme blockiert. Und dass das nicht gut ist, kann man sich dann vorstellen.
Was gibt es alles für Mismatches? Also ich habe schon gesagt, es gibt die Mono-A-Runs, also das die Abfolge von mehreren A's hintereinander weg, wo die Polymerasen gerne mal hängen bleiben, wie so ein Plattenspieler in der Rille, wer den noch kennt. Oder die CAs hintereinander weg. Und dann gibt es auch noch komplexere Repeats, nämlich die aus 4 Nukleotiden aufgebaut sind. Und die werden durch unterschiedliche Enzyme erkannt. Also die Mono-A-Runs werden hauptsächlich durch MSH2, MSH6 erkannt. Und die komplexeren Repeat-Strukturen durch MSH2, MSH3. Dann kommt MLH1 und PMS2, um das Ganze zu korrigieren. Und den Immun- oder den Ausfall oder die Korrektur der Repeats ist für MSH6 hauptsächlich für die Mono-A-Reads verantwortlich, MSH2 für die komplexen Sachen und die 3 hier letztlich sowieso, die 2 als Folge und auch das hier für alle Repeats. Aber da gibt es so ein bisschen so eine Spezifität. Diese MSH3 spezifischen Repeats hier, die bezeichnet man auch als EMAST, Elevated Microsatellite Alterations at Selected Tetranucleotide Repeats. Das ist noch nicht so richtig gut erforscht, wo die überall auftreten, bei welchen Tumorerkrankungen. Die werden auch nicht immer erfasst in der Diagnostik. In der Diagnostik ist der First Tier eigentlich die Immunhistochemie, denn wenn die Mismatch Repair Gene ausgefallen sind, gibt es auch keinen Protein mehr und das kann man gut sehen in der Immunhistochemie. Man hat sich lange gefragt, wie wohl die Konkordanzraten sind zwischen Immunhistochemie und tatsächlicher Analyse der Mikrosatelliten, also wirklich in die Tumor-DNA gehen und gucken, ob diese Repeats stimmen oder in Anführungszeichen nur mit dem Antikörper auf den Schnitt gehen und schauen, ob die Mismatch-Repair-Proteine da sind. Die Konkordanzraten sind für Kolon und Endometrium sehr gut. Also die Untersuchungsverfahren sind äquivalent, haben eine hohe Sensitivität, sind aber für andere Tumorentitäten weniger konkordant. Also für diese beiden Tumorentitäten ist es sicherlich nicht von Bedeutung, was gemacht wird. In aller Regel wird eine Immunhistochemie gemacht und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn man tatsächlich eine Mikrosatellitenanalyse macht und sich für diese Mikrosatelliten interessiert, muss man ein bisschen gucken, was für eine gemacht wird. Denn es gibt verschiedene Panels. Also das Pitester-Panel repräsentiert tatsächlich alle verschiedenen Strukturen der Repeats. Aber es gibt auch andere Panel, die haben nur die Mono-A-Runs drin und würden eigentlich solche Sachen hier überhaupt nicht erfassen. Also da muss man ein bisschen gucken. Auch die haben auch keine Dinukleotid-Repeats drin. Das ist sicherlich der am häufigsten veränderte Repeat, der eigentlich schon erfasst werden sollte. Standard heute für die Diagnostik von kolorektalen Karzinomen und Endometriumkarzinomen ist eigentlich nur noch eine Immunhistochemie für MSH6 und PMS2, weil das ist hier in dem Dimer ist MSH2 zwar führend von der Funktion her, aber MSH6 kann ohne MSH2 nicht. Und folglich ist man mit dem Antikörper gegen MSH6 voll sensitiv und das gleiche gilt auch für PMS2. Das ist eigentlich heute der Standard. Wo findet man Mikrosatelliteninstabilität? Das sind in einer großen Studie über viele verschiedene Tumorarten die Häufigkeit der Mikrosatelliteninstabilität. Und ich habe jetzt mal Sternchen auf diejenigen drauf gemacht, die Lynch-Syndrom assoziierte Tumore sind. Die sind dann schon hier vorne mit dabei, mit der Häufigkeit an Mikrosatelliteninstabilitäten. Aber grundsätzlich ist das ein Phänomen, was in eigentlich allen Tumorerkrankungen auftreten kann, nämlich immer dann, wenn der Tumor es schafft, beide Genkopien von einem DNA-Reparaturgen irgendwie zu inaktivieren. Wie wird das vererbt? Das wird autosomal dominant vererbt. Das heißt, von beiden Genkopien ist eine Genkopie in allen Körperzellen defekt. Diese Person hat ein Kolonkarzinom bekommen und an ihre Kinder wird sie entweder das oder das vererben. Hier in dem Fall hat sie das vererbt, in dem anderen Fall hat sie das vererbt. Das zweite Chromosom kommt dann jeweils immer vom anderen Partner, sodass diese Person wieder eine Risikoerhöhung hat, ebenfalls eine Tumorerkrankung zu entwickeln. Warum ist es jetzt so,
dass man etwas erbt. So haben wir die Genetik eigentlich kennengelernt, dass man etwas erbt und damit krank ist, und zwar eigentlich von Anfang an. Deswegen kam die Genetik eigentlich ursprünglich so aus der Pädiatrie. Das war so die Annahme, dass man damit, dass man diesen Phänotyp eigentlich auch immer gleich sieht, aber das stimmt ja nun nicht für Tumorerkrankungen. Die Menschen leben ja lange und haben lange keine Tumorerkrankung. Manche kriegen auch nie eine. Warum ist das so? Es gibt verschiedene Formen von sogenannten Mosaiksituationen. Wenn kein Mosaik vorliegt, hat die Person eine genetische Veränderung in allen Körperzellen und ist damit krank. Das sind die uns bekannten und aus der Pädiatrie erkenntlichen genetischen Syndrome. Das sind aber auch viele neuromuskuläre Erkrankungen. Bei den erblichen Tumorerkrankungen ist es so, dass sie auch eine genetische Veränderung in allen Körperzellen tragen, aber zur Tumorerkrankung kommt es erst, wenn in einer Zelle des Darms auch diese zweite Genkopie tatsächlich kaputt geht. Und das ist ja eigentlich schon eine Mosaiksituation, denn das hier betrifft nicht mehr alle Körperzellen, das betrifft nicht nur noch den Tumor. Und in der Regel sind es inaktivierende Varianten, das heißt, die Genfunktion fällt weg. Das bezeichnet man auch als Typ 2-Mosaik. Dann gibt es noch das Typ 1-Mosaik. Das sind zum Beispiel sporadische Tumorerkrankungen, wo der Patient selber in seinen Körperzellen nichts hat, aber in einer Tumorzelle oder in einer Zelle des Darms eine genetische Veränderung auftritt, die dafür sorgt, dass der Tumor jetzt entsteht. Das sind in der Regel aktivierende Varianten, die einen Zugewinn an Funktion, in der Regel an Tempo in der Zellteilung der Zelle bescheren und das Tumorwachstum begünstigen. Es gibt aber auch die Situation, dass inaktivierende Varianten tatsächlich in einer Tumorzelle auf beiden Genkopien vorliegen und dann auch durch den Verlust dieser Funktion ein Tumorphänotyp entstehen kann. Das hier ist aber bei weitem das Häufigere und das, wonach heute in der Tumordiagnostik gesucht wird, nach diesen aktivierenden Varianten, die man dann versucht, mit gezielten Medikamenten zu blocken. Wenn also ein Tumor entsteht, das wäre die gesunde, nicht erbliche Situation, muss ein Allel kaputt gehen, dann gibt es manche Menschen, die bringen schon in allen Körperzellen eine veränderte Genkopie mit. Das sind die Leute mit dem Risiko für, zum Beispiel für ein Lynch-Syndrom. Der Tumor entsteht aber erst, wenn beide Genkopien in einer Zelle kaputt sind. Da diese Leute und diese Anlageträger haben schon sozusagen denen hier ein Stück Weg voraus. Das ist auch der Grund, warum diese Tumorerkrankungen früher auftreten. Dann ist der Tumor oder dann ist die Zelle erstmal nicht in der Lage, Fehler zu korrigieren. Sie ist Mikrosatelliten instabil, aber noch lange keine Tumorzelle. Aber dadurch, dass sie nicht mehr korrigieren kann, entstehen ganz viele Fehler, auch in ganz vielen anderen Genen, in anderen Tumorsuppressorgenen, in anderen Proto-Onkogenen, und irgendwann sind so viele genetische Veränderungen da, dass die Zelle tatsächlich eine Karzinomzelle geworden ist. Das ist das, was dann folgt. Sind die ganz typischen klinischen Features vom Lynch-Syndrom? Erstens mal per Definition der Nachweis einer pathogenen Variante in einem der Mismatch-Repair-Gene. Meistens haben die Patienten Kolonkarzinome. Die Anlageträgerfrequenz in unserer Bevölkerung, also der ganz normalen Menschen, die hier rumlaufen, liegt bei etwa oder mindestens 1 zu 300. Wenn man alle anderen erblichen Tumorsyndrome auch noch dazu nimmt, den Brustkrebs und was wir da noch alles haben, dann haben mindestens 2 von 100 Menschen eine Anlage für eine erbliche Tumorerkrankung. Das ist eigentlich nicht selten. Das Erkrankungsalter liegt im Mittel bei 44 bis 61 Jahren, also schon deutlich früher als die üblichen kolorektalen Karzinome. Die Tumore sitzen oft rechts im Aszendenz und sie weisen eigentlich eine relativ typische Histologie auf. Sie sind mucinreich, haben Siegelringzellen, sind schlecht differenziert, haben meistens ein hohes Grading G3, haben tumorinfiltrierende Lymphozyten und
ganz charakteristisch meistens in Null. Weil trotz großem Tumorstadium sind die Lymphknoten oft nicht befallen, weil die Tumorzellen hochimmunogen sind. Da kommen wir noch drauf. Was man bei den Patienten auch sieht, ist aufgrund des Risikos letztlich in allen Körperzellen, was aber nicht in allen Körperzellen zu Tumorerkrankungen führt, sondern hauptsächlich im Kolon und im Endometrium, sind eben Syn- und Metachrone Zweitkarzinomen, sowohl im Darm, aber eben auch in anderen Organen. Und wenn man das nicht weiß, würde man ja eigentlich so primär mal nicht auf die Idee kommen, dass ein Endometriumkarzinom mit einem Kolonkarzinom was zu tun hat. Wenn zum Beispiel ein männlicher Patient sagt, ja, meine Mutter hat ein Endometriumkarzinom, dann würde man erstmal so aus dem Stand sagen, ja, kann sein, und würde eher davon ausgehen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Das ist aber ganz typisch eigentlich fürs Lynch-Syndrom. Wo findet man die Mutationen? Das sind unsere vier Gene, die wir da haben. Am häufigsten ist MLH1 und MSH2 betroffen, dann gefolgt von MSH6 und PMS2. Und dann gibt es noch ein sogenanntes EPCAM-Gen. Was ist denn das? Hoppala, hier ist es. EPCAM liegt neben MSH2. Und die teilen sich hier, die sind gar nicht so weit auseinander. Hier ist der MSH2-Promoter. Und es gibt hier so eine kleine Sollbruchstelle. Hier geht gerne mal ein Stückchen verloren. Das passiert im Genom, dass mal ein Stückchen verloren geht. Und es gibt tatsächlich Stellen, da passiert das öfters als an anderen. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber das hier ist so eine. Und wenn dieses Stück fehlt, dann wird dieser MSH2-Promoter methyliert. Methylierung, sage ich immer, ist das genetische Pflaster. Das klebt die Zelle immer ganz gerne überall dahin, wo in der Struktur was nicht mehr stimmt. Und wenn hier methyliert wird, ist der Promoter abgeschaltet und damit auch das Gen. Obwohl das Gen in der Diagnostik völlig intakt ist. Also da stimmt jedes einzelne Bausteinchen, alles ist da, wo es hingehört. Nur leider ist es abgeschaltet. Und es kommt auch einer pathogenen Variante gleich, das Funktion, also das Ergebnis ist dasselbe, das Gen ist abgeschaltet. Jetzt muss ich mal zurück. Was gibt es noch für Gene, die immer mal wieder diskutiert wurden? MLH3, MSH3, EXO1, PMS1 und TGF-Beta-Rezeptor 2. Man muss einfach sagen, dafür gibt es jetzt noch viel zu wenig Fälle, sodass man sicher sagen könnte, diese Gene haben tatsächlich eine Risikoerhöhung, also die haben im Augenblick einfach wirklich keine diagnostische Signifikanz und sollten eigentlich, MSH3 ist mittlerweile ein rezessives Gen für eine Polyposiserkrankung, aber nicht für dominante kolorektale Karzinome. Und dann nochmal durch. So, wie bewertet man Varianten? Früher war in den 90er Jahren und auch noch Anfang dieses Jahrhunderts hat man immer nur einzelne Gene analysiert. Man hat gesagt, dieser Mensch hat dieses Krankheitsbild. Da wissen wir, dass die genetische Veränderung in diesem Gen liegt. Manchmal war das tatsächlich nur ein Gen, wie bei der Neurofibromatose zum Beispiel. Gibt es nur dieses eine Gen, das diese Krankheit erklärt. Diese Gene wurden früher mit Sanger-Sequencing ganz oft untersucht und man kannte sie eigentlich so im Labor wie seine Hosentaschen. Man wusste ganz genau, wo die pathogenen Varianten sitzen, welche was tun und welche nichts tun. Also nichts tun heißt, es sind Normvarianten, die keine Bedeutung für die Funktion des Genes haben. Dann hat man angefangen, auch die Mismatch-Repair-Gene in großer Zahl zu sequenzieren. Das ist ja doch ein häufiges Tumorsyndrom in unserer Bevölkerung. Und wird rund um die Erde in ganz, ganz vielen Laboren analysiert. Ich würde fast sagen, noch häufiger als BRCA1 und BRCA2. Und man ist dazu gekommen, all diese Daten in Datenbanken einzutragen und zu sagen, ich habe diese Variante gefunden, der Patient hat ein Kolonkarzinom, also ist diese Variante ursächlich. Und dann haben sich ein paar Leute zusammengetan und haben in einem International Society of Inherited Gastrointestinal Cancer und heute in Kombination mit CLINVA angefangen, sich diese Varianten, die dahinterlegt werden, in den Datenbanken mal anzuschauen.
Wir haben uns mal angeschaut, 2641 Varianten, die in den Datenbanken als pathogen gegradet waren, also als krankheitsursächlich. Bei der Überprüfung dieser Klassifikation mit allen möglichen Informationen, die wir teilweise aus unseren eigenen Laboren hatten oder noch generiert haben, kam dann am Schluss heraus, dass ein kleiner Prozentsatz dieser Varianten in Wirklichkeit nicht pathogen ist. Also in dem Kollektiv der krankheitsverursachenden Varianten war ein ganzer Schwung dabei, die wir eigentlich als nicht pathogen graden würden. Das geht dann runter auf die andere Seite von denen, die als nicht krankheitsverursachend gegradet wurden, waren ein paar dabei, wo wir sagen würden, ja, doch, die sind doch eher als pathogen einzustufen. Mit diesem Durcheinander, muss man sagen, wurde jetzt aufgeräumt in den Datenbanken. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter, aber für die Gene, die am häufigsten analysiert werden, ist es einfach wirklich von Bedeutung, weil sonst werden gesunde Leute krank gemacht und umgekehrt und das ist einfach auch gefährlich. Also heute sind die Datenbanken eigentlich sehr gut und es gibt ein unheimlich kompliziertes Grading-Schema, das jetzt noch viel komplizierter ist als das, was hier steht, dem man folgen muss in der Klassifikation der Varianten in diesen Mismatch-Repair-Genen. Das ist wichtig. Also da muss man wirklich gucken, dass die Labore sich auch an diese Vorgaben halten bei der Variantenklassifikation. Wie funktioniert Immunhistochemie? Wir haben gesehen, dass MLH1 zusammen immer mit PMS2 oder PMS2 ist eigentlich ein Teil von diesem Komplex oder mit MLH1 kann alleine gar nichts. Dasselbe gilt für MSR6. Die zwei funktionieren zusammen, wobei MSR2 das majore Protein ist. Wenn also jetzt eine genetische Veränderung von mir aus in MSR2 vorliegt, dann ist MSR2 weg aus im Tumorgewebe und folglich geht MSR6 auch verloren, weil das alleine nicht existieren kann. Wenn ich also einen kombinierten Immunhistochemieausfall von MSR2 und MSR6 habe, dann werde ich meine genetische krankheitsursächliche Veränderung vermutlich in MSR2 finden. Wenn nur MSR6 ausfällt, kann MSR2 tatsächlich alleine existieren. Wenn nur MSR6 ausfällt, muss ich in diesem Gen nach der Variante suchen. Also die Immunhistochemie sagt mir nicht nur, dass hier mit Mismatch Repair was nicht stimmt, es zeigt mir auch den Weg in der Diagnostik. Das ist sehr hilfreich. Dasselbe gilt für MLH1 und PMS2. MLH1, wenn MLH1 ausfällt, ist PMS2 auch weg. Wenn nur PMS2 ausfällt, bleibt MLH1 erhalten. Auch hier kann ich aus der Immunhistochemie ablesen, welches Gen wahrscheinlich betroffen ist. Wie würden Sie denn jetzt einen Befund werten, wo drin steht PMS2 und MSH2-Ausfall? Da muss man einfach sagen, eins von beiden stimmt nicht. Weil die zwei haben einfach nichts miteinander zu tun. Und früher, ganz früher, war der PMS2-Antikörper nicht so schön, der hat nicht so gut funktioniert. Heute funktioniert er eigentlich sehr gut, die Ergebnisse sind verlässlich. Aber eine Aussage PMS2 und MSH2-Ausfall, da würde man sagen, zurück ans Start, die ganze Analyse muss nochmal gemacht werden, irgendwas stimmt hier nicht. Das muss immer eine sinnvolle Kombination der Enzyme sein, die tatsächlich wirklich was miteinander zu tun haben. Was passiert in der Zelle, wenn der Tumor seine DNA-Reparaturaktivität verloren hat und zum Beispiel solche Poly-A-Runs, wie hier einer ist, verändert werden und verkürzt werden und auch noch, wie hier in diesem Gen, in einer kodierenden Region liegen? Das wäre die gesunde Situation. Der Poly-A-Run wird in Aminosäuren übersetzt und hier geht der Leserahmen korrekt weiter. Jetzt ist der Poly-A-Run gekürzt worden. Hier sind keine zwei A's mehr, so wie da. Damit rutschen alle anderen Nukleotide eine Position nach vorne. Und damit ergibt sich auch im Leserahmen, denn drei Nukleotide machen immer eine Aminosäure. Damit ergibt sich im Leserahmen eine andere Information und folglich auch ein anderes Protein. Und diese Proteine
diese kurzen Stückchen, die hier dranhängen und eine andere Sequenz haben, die dann meistens sehr bald in den Stopp laufen, aber ein paar Aminosäuren werden allemal hinsynthetisiert, die sind natürlich für den Körper fremd. Die hat er noch nie gesehen. Und die sind diese Neopeptide, so bezeichnet man die, sind diejenigen, die diese Tumorzellen hochimmunogen machen. Weil das Immunsystem, die werden präsentiert und das Immunsystem kennt die nicht und fängt an, dagegen vorzugehen. Deswegen sieht man bei diesen Tumoren häufig diese tumorinfiltrierenden Lymphozyten. Und ganz oft in der Bildgebung auch zum Beispiel dicke Lymphknoten oder stoffwechselaktive Lymphknoten, wo dann manchmal gedacht wird, oh, da sind die Lymphknoten mit betroffen. Und dann stellt sich raus, das sind entzündliche reaktive Veränderungen, aber keine Tumorzellen. Das ist ganz typisch fürs Lütsch-Syndrom. Und das ist auch der Grund, warum diese Tumore immer dann nachher noch in der Regel eine bessere Prognose haben, weil sie einfach lange lokal wachsen und nicht so gut metastasieren. Das kann man gut in der Immunhisto sehen, wenn MLH1 ausgefallen ist. Hier ist es aktiv und hier ist es ausgefallen. So, wie erkennt man diese Patienten? Ganz am Anfang waren die Amsterdam-Kriterien. Die sind aus dem letzten Jahrhundert. Da hat man gesagt, drei Verwandte mit kolorektalem Karzinom. Einer sollte erst, also zwei von denen sollten erstgradig verwandt sein über zwei Generationen, einer unter 50. Mit dieser Definition dürfen Sie sich jetzt mal ganz kurz überlegen, ob das auf diese beiden Stammbäume zutrifft. Wir sehen jeweils drei kolorektale Karzinome über zwei Generationen und wir sehen auch eine Verwandtschaft. Aber nur eine der beiden Stammbäume erfüllt tatsächlich diese Definition. Das dürfen wir ganz kurz überlegen. Dabei erzähle ich Ihnen was über die Pitesta-Kriterien. Das sind die etwas ausgefeilteren Kriterien für die, weil man hat ja auch nicht immer eine Familienanamnese parat. Ja, manche Menschen wissen das halt auch einfach nicht. Da würde man sagen, Kolonkarzinom oder Endometrium muss das hier heißen, Cancer vor dem 50. oder Uterine vor dem 50. Lebensjahr, Syn, Metachrone, kolorektale Karzinome oder Lynch-Syndrom-assoziierte Tumore. Lynch-Syndrom-assoziierte Tumore haben wir hier, Endometrium, Magen, Ovar, Pankreas, Ureter, ableitende Harnwege, Gallengänge, Gehirn, Dünndarm, sebazöse Drüsen, also diese Adenome oder Keratoakanthome. Das kann sich kein Mensch merken. Das ist aber auch alles relativ selten. Also die Haupttumorerkrankungen sind Kolonkarzinome, Endometriumkarzinome. Ein kolorektales Karzinom mit Mikrosatelliteninstabilität vor dem 60. Lebensjahr. Das finde ich ein gutes Kriterium. Zwei erstgradig Verwandte mit Lynch-Syndrom assoziierten Tumoren. Einer jünger als 50, das kriegt man in der Anamnese auch noch hin. Erst- und zweitgradige Verwandte mit kolorektalen Karzinomen. Und ein Familienmitglied mit einem assoziierten Lynch-Syndrom assoziierten Tumor. So, kann man sich auch nur schwer merken. Merken Sie sich kolorektales Karzinom oder Endometriumkarzinom vor dem 50. Lebensjahr, Syn- und Metachrone-Tumore bei einem Patienten oder Instabilität vor dem 60. Lebensjahr und dann sind Sie schon ziemlich gut. Und jetzt kommt die Auflösung zu dem Rätsel da oben. Dieser Stammbaum gilt nicht. Warum? Der hat ein Kolonkarzinom, der hat ein Kolonkarzinom, der hat ein Kolonkarzinom, aber der hier ist mit denen nicht verwandt. Das ist, hat miteinander, also die haben zwar was miteinander zu tun, die haben drei gemeinsame Kinder, aber genetisch haben sie nichts miteinander zu tun. Folglich fliegt dieser Stammbaum raus. Wir müssen immer gucken, ob die Betroffenen tatsächlich in einer Erblinie sind. Wenn man verheiratet ist, ist man, glaube ich, per Definition im Nichtverwandt. Man ist verheiratet, aber da bin ich nicht so sattelfest. Aber auf alle Fälle sind nur diese beiden, entweder diese beiden oder diese beiden Tumore in einer Erblinie. Was kann man sich also merken? Es gibt diese Kriterien, die sind mehr oder weniger gut hilfreich. Optisch drei
erstgradig drei Verwandte über zwei Generationen, das kriegt man auch noch hin in der Anamnese, das hilft. Junges Erkrankungsalter, Synmetachronetumoren, positive Familienanamnese, typisches Tumorspektrum. Und wenn Sie das alles beherzigen, gehen Ihnen immer noch 25% der Patienten durch die Lappen, weil die nichts von alledem erfüllen. Gerade wenn die genetischen Veränderungen keine so hohe Penetranz haben, also das Tumorrisiko ein bisschen niedriger ist, bleiben immer häufiger Leute gesund, obwohl sie die Anlage tragen. Und dann verbessern sich diese Stammbäume ganz, ganz schnell. Dann erzählen einem die Leute immer, ja, aber das überspringt ja eine Generation und meine Mutter hatte das, folglich kriege ich das jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Das tut es nicht. Also wenn man was hat, kann man es vererben und wenn man es geerbt hat, hat man ein Risiko, aber man muss damit nicht krank werden. Und die Leute schauen in der Regel nicht mehr als drei Generationen nach hinten, was so das medizinische Wissen angeht. Und immer wenn da ein Anlageträger dabei war, der halt damit nicht krank geworden ist, aber dafür die Großeltern wieder, dann schaut es so aus, als würde es eine Generation überspringen. Aber gibt es natürlich nicht. Es überspringt keine Generation, sondern es ist ein Penetranzproblem. Die Anlageträger sind klinisch nicht manifest geworden. So, wie sind die Tumorrisiken? Also die Hauptrisiken stecken in Kolon und Endometrium mit dann doch ganz beachtlichen kumulativen Erkrankungsrisiken, gefolgt von etlichen anderen Organen. Das sind die ganzen assoziierten, Lynch-Syndrom-assoziierten Tumorerkrankungen. Grundsätzlich muss man aber sagen, das Lynch-Syndrom kann alles. Also ich habe auch schon Sarkome des Unterkiefers gesehen, Knochensarkome, die tatsächlich einen Immunhistochemieausfall hatten, alles Mögliche. Und man muss immer gucken, wenn ein Patient einen Verdacht auf ein Lynch-Syndrom hat oder ein gesichertes Lynch-Syndrom hat und er hat einen nicht Lynch-typischen Tumor, muss man trotzdem eine Immunhistochemie machen und gucken, ob der Tumor jetzt eine Koinzidenz, ein Zufall ist und mit dem Lynch-Syndrom nichts zu tun hat oder zum Lynch-Syndrom gehört. Denn wenn der Mikrosatelliten instabil ist, hat er einen anderen Therapieansatz, als wenn der Mikrosatelliten stabil ist. Das ist ganz wichtig. Das funktioniert ganz, ganz oft nicht bei Tumore der ableitenden Harnwege. Obwohl die Leute teilweise wissen, dass sie ein Lynch-Syndrom hatten, Vorerkrankung, kolorektales Karzinom, das manchmal wahrscheinlich auch nicht sagen, muss man immer denken, das kann ein übergeordnetes Tumorsyndrom sein, wo der eine Tumor mit dem anderen was zu tun hat. Hier sind, wenn man tatsächlich eine Mikrosatelliteninstabilität nachweist, andere Therapieschemata anzuwenden, als wenn der Tumor nicht dazu gehört. Also das ist wirklich wichtig. Die assoziierten Tumorerkrankungen, die werden oft nicht als solche erkannt. Und dann entgeht einem da wirklich eine Therapieoption. Dann werden immer mal wieder diskutiert andere assoziierte Tumore. Da gibt es für alles Studien, die dafür sprechen und Studien, die dagegen sprechen. Ganz klar ist aber, das sind nicht die führenden Tumorerkrankungen bei diesem Tumorsyndrom, können aber auftreten. Und wir haben immer die Sorgfaltspflicht zu gucken, ist dieser Tumor jetzt im Rahmen des Tumorsyndroms aufgetreten oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Einfach aufgrund der Therapierelevanz. Die Tumorrisiken für diese ganzen vielen anderen Tumoren, die sind so minimal erhöht, dass wir da keine intensivierten Vorsorgeempfehlungen aussprechen. Wie ist die Tumorrisiko in Abhängigkeit davon, welches Gen betroffen ist? MLH1, MSH2 machen die höchsten Risiken, gefolgt von MSH6 und PMS2. Von EPCAM wissen wir es noch nicht so ganz genau. Es sind nicht allzu viele Fälle, die da bekannt sind. Hier mal Männer und Frauen mit MLH1. Das ist das kumulative Tumorrisiko. Die Frauen sind immer ein bisschen höher mit dem Tumorrisiko dabei, weil sie einfach das Risiko fürs Endometriumkarzinom haben, das hier unten hochkommt, und fürs Kolonkarzinom, auch wenn sie fürs Kolonkarzinom ein niedrigeres Risiko haben als die Männer. Aber das leistet einfach doch einen signifikanten Beitrag. Und dann sieht man bei den Männern auch, dass die Tumore von Ureter und Kidney, also ableitende Harnwege, dann doch auch einen ganz beachtlichen Beitrag hier leisten über die Jahre
ebenso wie alle anderen Tumore. Also es ist einfach doch ein relativ breites Tumorspektrum. Die meisten frühen Kolonkarzinome, wenn die gut überlebt werden, muss man auf das hier unten achten. Das ist einfach ein Risiko, was dann auch noch bleibt und über die Jahre auch steigt. MSH2 ist in den kumulativen Risiken noch höher als MLH1. Auch hier in den späteren Jahren deutlicher Anstieg auch der assoziierten Tumorrisiken. Auch hier wieder ein beachtlicher Beitrag durch das Endometriumkarzinom. Hier ist Kolonkarzinom, aber das kumulative Risiko, das hier zusätzlich Add-on dazu kommt, kommt von den Tumoren hier unten und die verdienen dann einfach auch wirklich Beachtung in der Früherkennung. Dann kommt MSH6, das ist jetzt schon deutlich weniger Risiko, auch im höheren Lebensalter, alles ein bisschen nach hinten verschoben, alles ein bisschen nach unten gedrückt, aber grundsätzlich natürlich auch erhöhte Risiken mit letztlich demselben Tumorspektrum. Und dann kommt PMS2, das hat das allerniedrigste Risiko, aber auch mit assoziierten Tumorerkrankungen. Wir sind noch nicht so weit, dass wir genspezifische Vorsorgeempfehlungen aussprechen. Dazu ist die Datenlage noch zu dünn, aber das wird sicherlich kommen, weil es allalong nicht so richtig sinnvoll ist, diesen Menschen dieselbe Tumorvorsorgeempfehlung auszusprechen wie denen hier. Aber im Augenblick sind wir da jetzt noch nicht. Es gibt ein sehr sinnvolles Tool im Internet. Da kann man eingeben, welches Risiko man wissen will, also Colon Sigmoid Rectum. Es liegt eine pathogene MLH1-Variante vor. Es handelt sich um eine Frau. Sie ist jetzt 50 Jahre alt und dann ist das verbleibende Risiko für die Entwicklung eines kolorektalen Karzinoms. Das kann man für alle Organe durchspielen und das ist in der Beratungssituation eigentlich ganz schön, um den Leuten zu erklären, warum es doch tatsächlich noch sinnvoll ist, die ganzen Vorsorgemaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Welche Tumore kann man verwenden für eine Diagnostik? Wie wir gesehen haben vorhin, sind die Konkordanzraten der Immunhistochemie und Mikrosatellitenanalyse für Kolon und Endometrium richtig gut. Das sind die Tumore, wo wir Diagnostik machen. Weniger gut sind sie bei Adenomen. Angeblich kann man da eine Mikrosatelliteninstabilität in 80% nachweisen. Das funktioniert in unseren Händen ganz klar nicht. Also das würden wir nicht bestätigen. Und auch die anderen Organe sind weniger geeignet, um ein Lynch-Syndrom sicher nachzuweisen oder sicher auszuschließen. Da würde man dann doch bei dringendem Verdacht eher primär in die Gene schauen. Wenn man eine Instabilität nachgewiesen hat, wie hochwahrscheinlich ist es, dass man ein Lynch-Syndrom, dass es sich um ein Lynch-Syndrom handelt? Wenn es Kolonkarzinome sind und der Patient ist weniger jünger als 40 Jahre, ist die Wahrscheinlichkeit 18%. Sie sinkt mit dem Alter, also es sind schon vorwiegend die Jungen. Es sind 15 bis 20% aller Endometriumkarzinome, die eine Mikrosatelliteninstabilität aufweisen. Und 29% aller Kolonkarzinome, die die Bethesda-Kriterien erfüllen. Also das ist schon beachtlich viel hier vorne. Alleine durch den Nachweis der Mikrosatelliteninstabilität muss man mal kurz nachdenken und fragen, wie alt ist der Patient, was ist in der Familie los, welche typische Histologie habe ich, um nicht sicherzustellen, dass wir hier nicht ein Lynch-Syndrom übersehen. Mutationen in DNA-Repair-Genen, auch hier ist es natürlich so, dass sie mehr Kriterien erfüllt werden. Das ist die allgemeinen, also das sind die allgemeinen kolorektalen Karzinompatienten. Wenn sie Bethesda-positiv sind, sind sie bei 19%. Wenn die Amsterdam-Kriterien erfüllt sind und der Tumor Mikrosatelliten instabil ist, werden sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% was finden. Klar, das sind natürlich Selektionskriterien, die alle Richtung Lynch-Syndrom selektionieren und die dann auch letztlich funktionieren. Definitiv aber auch nicht alles erfassen. Wie ist es mit der Vorsorge? Lange Zeit haben wir empfehlen ja in Deutschland immer noch relativ kurzfristige Vorsorgeintervalle. Irgendwann hat man sich mal gefragt, ist denn das sinnvoll? Denn andere Länder machen das nicht. Deutschland hat jährliche Intervalle empfohlen, Niederlande alle 1 bis 2 Jahre, Finnland 2 bis 3 Jahre. Und wir haben dann in einer großen Studie mit über 2000 Patienten mal geschaut, was bringt denn eigentlich was und würde man erwarten, dass in Finnland mehr Kolonkarzinome auftreten als in Deutschland? Und man muss einfach sagen, nein, das ist nicht so. Also diese Intervalle, diese Unterschiede in den Intervallen machen hinsichtlich des Auftretens kolorektaler Karzinome keinen Unterschied. Und zwar wie auch nicht
hinsichtlich des Stadiums. Das war schon eine, ja, das ist eine Nachricht, also über die muss man erstmal einen Augenblick nachdenken, wo da der Fehler liegt. Wahrscheinlich brauchen so sporadische kolorektale Karzinome noch viel länger als 3 Jahre, um zu entstehen. Und wir bewegen uns bei den Lynch-Syndrom-Tumoren auch innerhalb von 3 Jahren mit Vorsorgeintervallen immer noch in einem ganz guten Bereich. Recht viel länger darf es aber dann nicht werden. Was konnte man aber sehen als Risikofaktor? Ein Risikofaktor war ein vorausgegangenes Kolonkarzinom, ein männliches Geschlecht, eine Mutation in MLH1 oder MSH2, also in den Genen mit den höheren Risiken, ein Alterseffekt 40 Jahre oder vorausgegangene Adenome. Und je nachdem, das waren alles einzelne Risikofaktoren, ob einer 1, 2, 3, 4 oder 4 Risikofaktoren hatte, 4 bis 5 Risikofaktoren, ist sein Erkrankungsrisiko hochgegangen. Das sind Faktoren, die muss man berücksichtigen. Wenn Sie also einen Mann, einen männlichen MLH1-Anlageträger haben und Sie nehmen den ja ab 20 in die Vorsorge in Deutschland oder spätestens mit 25 und der hat wiederholt Adenome, dann ist es so einer, der tatsächlich ein hohes Risiko hat. Wenn der viele Jahre immer mit unauffälligen Endoskopien kommt, nie ein Adenom hat, dann ist es einer, der nicht so ein hohes Risiko hat. Da muss man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, auf welche man da besonders aufpassen muss. Ebenso gibt es Frauen, die haben MSH2-Mutationen und die haben bis zum 60. Lebensjahr nicht ein Adenom gehabt. Das sind diejenigen, wo wir in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen längere Intervalle empfehlen werden. Im Augenblick kriegen sie alle noch dieselbe Vorsorge. Aber wenn man selber als betreuender Arzt kann man die rausfiltern, die, wo man sagen muss, Vorsicht, sie gehen lieber öfters zum Spiegeln als ein bisschen weniger. In Deutschland, oder das sind jetzt auch die internationalen Empfehlungen, in Deutschland sind wir jetzt bei Intervallen von 1 bis 2 Jahren, das sind jetzt hier die internationalen Empfehlungen. In Deutschland empfehlen wir, dass eine Magenspiegelung mitgemacht wird. Wir sehen bei unseren Patienten ein erhöhtes Risiko für Magenkarzinome und für Tumore des oberen Dünndarms. Ja, die Dünndarmkarzinome haben kein hohes Risiko, aber sie sitzen alle sehr weit oben, Duodenum, Jejunum, und man kann sie mit einer tiefen Endoskopie, kann man ganz, also die allermeisten über 80% eigentlich sehen und auch diagnostizieren. Deswegen sagen wir immer, bitte eine tiefe Gastroskopie. Ein endovaginaler Ultraschall wird auch nicht mehr empfohlen international. In Deutschland machen wir es im Augenblick noch. In aller Regel fallen die Patientinnen aber durch Blutungsunregelmäßigkeiten auf, die hier einfach wirklich ernst genommen werden müssen. Des Weiteren empfehlen wir eine Urinanalyse einmal im Jahr hinsichtlich einer Hämaturie. Die urothelialen Karzinome sind oft schwer zu erkennen, weil sie im Nierenbecken sitzen. Dazu empfehlen wir einen Ultraschall, um zu gucken. Aber das nach all den Jahren, wo wir jetzt den Leuten entweder die Kolonkarzinome heilen oder sie ihnen ersparen, sehen wir, dass die allermeisten tatsächlich an diesen Urothelkarzinomen erkranken und letztlich auch sterben, weil die A schwer zu erkennen sind und B auch ein bisschen schwieriger zu therapieren sind. Was kann man in der Chirurgie noch überlegen? Es gab mal eine Zeit lang, da hat man relativ großzügig empfohlen, Kolektomien durchzuführen. Das machen wir eigentlich nicht mehr, weil erstens mal kann man durch die Endoskopie hier schon dafür sorgen, dass Tumore früh erkannt werden. Zweitens mal löst es das Problem nicht. Es gibt einfach noch eine Risikoerhöhung in allen möglichen anderen Organen. Und wir hatten dann, nachdem das ein paar Jahre praktiziert wurde, eine ganze Reihe von Patienten, wo dann am Ende des Tages vom Dickdarm, vom Kolon nicht mehr viel übrig war und sie dann einen Tumor woanders bekommen haben. Dann Gynäkologie, da ist es tatsächlich so, dass wir mit den Frauen besprechen und eine prophylaktische Entfernung des Uterus und in der Regel zweizeitig dann nach der Menopause auch der Ovarien empfehlen, weil insbesondere für die Ovarien auch die Vorsorge schwierig ist und auch die Endometriumkarzinome. Man kann ihnen einfach diese Tumorerkrankung ersparen, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist und eigentlich dieses Organ nicht mehr wirklich gebraucht wird. Chemotherapie
Generell haben diese Tumore eine gute Prognose, weil sie hochimmunogen sind. Deswegen sollte man vorsichtig sein mit der Indikation von Chemotherapien. Manchmal neigt man ja dazu, bei diesen jungen Kolonkarzinom-Patienten doch mal vorsichtshalber auch in einer adjuvanten Situation eine Chemotherapie zu empfehlen. Da tut man denen in der Regel keinen Gefallen damit. Sie profitieren sehr von ihrem Immunsystem in der Tumorkontrolle und das nimmt man ihnen damit so ein bisschen. Das Ganze dann auch noch vor dem Hintergrund, dass die Zellen nicht auf 5-FU ansprechen. Also das sollte man sich wirklich überlegen. Was ein Mittel der Wahl wäre, wäre eine PD-1-Blockade. Das, was man in der Regel aber erst in der metastasierten Situation macht. Also da ja, ist im Augenblick noch keine Indikation bei einer N0-Situation gegeben. Chemoprävention. Es gab große Studien zu Aspirin. Hier sind Patienten, die Aspirin-Placebo bekommen haben, über viele, viele Jahre beobachtet. Hier sind die Patienten, die tatsächlich Aspirin geschluckt haben, und zwar 600 Milligramm. Das ist eine ganz ordentliche Dosis. Und zwar für die Kolonkarzinome, für die Inzidenz der Kolonkarzinome in diesen beiden Kohorten. Und man sieht schon, dass die Einnahme nach 1, 2, 4, 6 Jahren Aspirin tatsächlich zu einer Risikoreduktion führt. Also das ist eine Chemoprävention, die kann man mit den Patienten besprechen. Im Augenblick ist das in der nächsten Studie zur Dosisfindung. Das wird jetzt wieder viele Jahre dauern, bis es da eine Auswertung gibt. Auf die anderen Tumorentitäten hat es eigentlich keine Auswirkung. Also das funktioniert wirklich nur fürs Kolon. Aber da funktioniert, ist die Einnahme von mehreren Jahren, hat schon einen langfristigen Benefit in der Risikoreduktion. Wir empfehlen weiterhin die Einnahme von hormonellen Kontrazeptiva, einfach um die Rate der Zellteilungen in den Ovarien und im Endometrium etwas zu bremsen. Aber das ist auch eine eigentlich empirische Empfehlung. Es gibt da keine validierten, wirklich validierten Daten dazu. Wie ist das Überleben? Man hat ja immer große Angst, vor allem auch vor Ovarialkarzinomen, weil man die aus der Kohorte der BRCA1-2 positiven Frauen als sehr unangenehm kennt. Das ist beim Lynch-Syndrom völlig anders. Die 5- und 10-Jahres-Überlebensraten sind auch hier sehr gut, weil auch diese Tumore immunogen sind und wirklich nicht so schnell metastasieren wie alle anderen Tumore auch. Die einzigen, die hier wirklich ein bisschen rausfallen, sind die Tumore des oberen Gastrointestinaltrakts und auch die Urothelkarzinome. Die haben eine nicht ganz so gute Prognose. Die anderen haben aber eine gute Prognose. Deswegen muss man auch vor dem Ovarialkarzinom-Risiko, was bei MLH1 und MSI2 kumulativ irgendwo um die 15 bis 20% liegt, was schon beachtlich ist, aber eben mit einem späten Anstieg postmenopausal, muss man nicht so viel Angst haben, aber dennoch ist auch hier eine prophylaktische Chirurgie auf alle Fälle zu überlegen. Wie ist das Überleben in Abhängigkeit von den Intervallen in der Vorsorge, also Koloskopie? Da tut sich nicht viel, das sind alles keine signifikanten Unterschiede, ob man es ein Jahr, 1,5 Jahre, 2,5 Jahre macht. Wo es aber dann schon einen Unterschied gibt, ist tatsächlich in den Stadien. Also Stadium 1, 2 Tumore, die werden eigentlich in aller Regel gut überlebt. Stadium 3 wird es dann schon unerfreulich und Stadium 4 erst recht. Also das ist das, was eigentlich nicht passieren sollte. Eine Tumordiagnose bei einem Patienten mit dem Lynch-Syndrom ist so lange nicht schlimm, wie sie nicht metastasiert ist. Wenn sie metastasiert ist, wird es in aller Regel deutlich enger. Und das ist das, was man tatsächlich vermeiden sollte mit der Vorsorge. Man kann den Patienten nicht sagen, sie bekommen kein Kolonkarzinom, wenn sie alle Jahre zum Spiegeln gehen. Das haben wir gezeigt, dass das nicht stimmt. Aber wir können zumindest sagen, es ist hochwahrscheinlich, dass frühe Tumorstadien erkannt werden, die eine gute Prognose haben. Dann gibt es die Möglichkeit der PD-1-Blockade. Die Tumorzellen präsentieren Antigen. Über die PD-1-Rezeptoren kann allalong das Immunsystem runterreguliert werden. Wenn man den blockt, bleibt das Immunsystem aktiv und erkennt weiterhin diese Tumore. Das Ansprechen oder die Disease Control bei kolorektalen Karzinomen, die einen Mismatch Repair Defekt haben, ist ausgezeichnet. Auch bei den assoziierten Tumorerkrankungen ist ausgezeichnet, sodass man diese Therapieoption den Patienten auf alle Fälle ermöglichen sollte.
Warum hilft diese Therapie nicht dauerhaft? Wir sehen einfach bei den allermeisten Patienten, dass sie nach mehreren Jahren rezidivieren. Da weiß man, dass in der Antigenpräsentation das Beta-2-Mikroglobulin wichtig ist in diesem MHC-Komplex. Und das Beta-2-Mikroglobulin-Gen hat einen Poly-R-Stretch. Und bei Tumoren mit einer hochgradigen Mikrosatelliteninstabilität wird dieser Poly-R-Stretch instabil und damit werden die Gene des Beta-2-Mikroglobulins funktionslos. Und wenn das auftritt in der Entwicklung, in der Tumorevolution, dass das Beta-2-Mikroglobulin-Gen nicht mehr funktioniert, dann kann die Zelle nicht mehr Antigen präsentieren und dann hilft auch eine PD-1-Blockade nichts mehr. Also das ist das, was dann unter Therapie im Laufe der Zeit oft irgendwann leider passiert. Ansonsten ist die PD-1-Blockade natürlich bei hochimmunogenen Tumoren, wo das Immunsystem versucht, über PD-1 es dann irgendwann wieder runter zu regulieren, sehr, sehr effizient. Jetzt kommen wir noch kurz zu den Lynch-like-Syndromen. Das sind die Patienten, die eine Mikrosatelliteninstabilität haben, aber keinen Mutationsnachweis, keine BRAF-Mutation, keine Promotermethylierung. Wenn man sich da die Tumorrisiken anschaut im Vergleich zu Patienten mit Lynch-Syndrom, haben die Lynch-like-Patienten eine Risikoerhöhung gegenüber der Allgemeinbevölkerung, ebenso wie die Familial Colorectal Cancer Type X-Patienten auch im höheren Lebensalter eine Risikoerhöhung haben. Und zwar für any cancer, für assoziierte, aber auch für Kolonkarzinome. Wahrscheinlich werden hier bei den Lynch-Likes ein paar dabei sein, die im wirklichen Leben Lynch-Patienten sind. Wir konnten nur die Mutation nicht finden, weil regulatorisch oder weiß der Himmel. Und es werden etliche sporadische dabei sein. Also das ist sicherlich eine Mischung und da muss man deswegen sehr genau auf die Familienanamnese gucken und schauen, dass man zumindest die rauspickt, die eine Familienanamnese haben, die typisch ist fürs Lynch-Syndrom, oder dass welche sind, die Mutationen in anderen Genen haben, die auch erblich sind und auch eine Mikrosatelliteninstabilität verursachen können. Das zeige ich Ihnen dann nachher noch. Die Risikoerhöhungen passen ziemlich gut zum Spektrum des Lynch-Syndroms, sodass hier sicherlich einige dabei sind, die tatsächlich eigentlich Lynch-Syndrom-Patienten sind, die wir aber im Augenblick nicht diagnostizieren konnten. Dann gibt es noch Familial Colorectal Cancer Type X. Das ist eine Häufung von familiären kolorektalen Karzinomen, stabile Tumore, moderate Risikoerhöhung für die Angehörigen. Die würde man in die reguläre Vorsorge schicken. Die genetischen Ursachen sind unbekannt. Wir haben noch keine Ahnung, was da dahinter steckt. Die kumulativen Risiken sind aber erstaunlicherweise nicht so groß. Also vielleicht ist es auch einfach Zufall, dass mal drei Leute von mir aus ein Rektumkarzinom in der Familie haben. Hier würde man für die Patienten empfehlen, dass sie alle 3 bis 5 Jahre gespiegelt werden. Ebenso für die erstgradig verwandten Familienmitglieder. Eine Vorsorge außerhalb des Kolons ist hier nicht bei den stabilen FFCX nicht notwendig, bei den Lynch-like, zumindest bei denen, die keine typische Familienanamnese fürs Lynch haben, sodass man nicht Angst haben muss, dass man was übersehen hat. Dann gibt es noch jede Menge sporadische mikrosatelliteninstabile Tumore, hatte ich Ihnen gesagt. Ausgehend tut das Ganze von einer BRAF-Mutation, gefolgt von der MLH1-Methylierung und dem Ausfall der Mismatch-Repair-Proteine. Das sind dann doch immerhin 10 bis 15% aller Kolonkarzinomen, 15 bis 20% aller Endometriumkarzinome. Was ist also die Differentialdiagnose eines mikrosatelliteninstabilen Tumors? In erster Linie mal was Sporadisches, muss man prüfen, BRAF-Mutation MLH1. Wir haben auch Tumore tatsächlich, die schaffen es, beide Genkopien von MSH2 zum Beispiel im Tumor abzuschießen und dann werden die auch instabil. Das sehen wir nicht so selten bei vorbestrahlten Rektumkarzinomen. Also man kann dann auch, wenn man keine BRAF-Mutation findet, keine Promotermethylierung, keine Keimwandmutation, mal im Tumor gucken, ob der beide Genkopien inaktiviert hat.
wenn man das nachweisen kann, ist das eine sporadische Tumorerkrankung, die keine Risikoerhöhung für weitere Tumore für den Patienten bedeutet und auch für seine Familie eine große Entlastung. Denn wenn man nicht klären kann, warum der Tumor Mikrosatelliten instabil ist, bleibt ein Lynch-Syndrom im Raum stehen. Dann gibt es diejenigen, die tatsächlich ein Lynch-Syndrom haben. Und dann gibt es noch andere Tumorrisikosyndrome mit genetischen Veränderungen in anderen Genen, die auch instabil werden. Wir alle kennen diese Tumore, die sporadisch Mikrosatelliten instabil sind, und manche von denen sind einfach wirklich extrem unhöflich. Die metastasieren wahnsinnig schnell hämatogen, haben ein sehr kurzes Überleben. Und dann gibt es welche, die sind viel, viel besser. Die sind so, wie wir sie eigentlich kennen, mit einem guten Überleben. Da gibt es jetzt erste Daten dazu, dass die weniger BRAF-Mutationen haben, häufiger eine chromosomale Instabilität auch noch dazu, zur Mikrosatelliteninstabilität, eine Hypomethylierung. Also man fängt an, diese Entitäten auseinander zu klamüsern in MSIH2 und MSIH1. Wer sich dafür interessiert, kann das in Cell Communication nachlesen, ein sehr gutes Paper zu dieser Subklassifizierung sporadischer mikrosatelliteninstabiler Tumore. Dann gibt es noch die Möglichkeit tatsächlich, dass ein Mensch in all seinen Körperzellen ein MLA1-Promoter methyliert, und zwar überall. Das muss man sich, wenn er den methyliert, dann ist es so, wie wenn er solche Haare kriegt und einfach die Proteine, die notwendig sind, um ein Gen anzuschalten, da nicht mehr rankommen. Und das passiert in diesen CPG-Islands, das kennt man als ZIMP auch. Nur, dass bei diesen Patienten die Methylierung konstitutiv ist in allen Körperzellen. Das ist ein Patient, der ist vom Risiko her zu behandeln wie ein Patient mit einem Lynch-Syndrom, wird es aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vererben. Es gibt einzelne wenige Ausnahmen, das ist eine sehr spezielle Fragestellung an Genetiker, aber in der Regel ist es nicht erblich. Aber das ist auch ein diagnostischer Schritt, den man auf dem Schirm haben sollte, wo man noch hinschauen soll. Bei einem Patienten mit Lynch-Syndrom-typischen Features ist der Promoter methyliert. So, dann kommen die Differentialdiagnosen noch. Also Lynch-like ist alles, was instabil ist, aber nicht Lynch und nicht BRAF und nicht MLH1 methyliert. Und das können auch erbliche genetische Veränderungen in einigen Polyposis-Syndromen, die nicht immer mit Poly daherkommen müssen. Das können auch mal einzelne Karzinome sein und sehr wenig Adenome. Pol-E, Pol-D, MUT-YH, MSH3 und auch aus dem Serrated Pathway wissen wir natürlich, dass Lynch-like-Syndrom-Tumore entstehen können. Also da gibt es schon eine Differentialdiagnose, die man dann in Abhängigkeit vom klinischen Bild sich tatsächlich anschauen sollte. Deswegen auch in der Diagnostik zu berücksichtigen, Hinweis auf Lynch-Syndrom, Untersuchung des Tumorgewebes und so weiter, Analyse der Gene. Wenn das Tumorgewebe unauffällig ist, Frage, gibt es einen Hinweis auf eine Polyposis? Ja, es liegen vermehrt Polypen vor. Was für Polypen? Hupsala. Liegen vor, dann kann man schauen, welche Gene da in Frage kommen. Das macht man eigentlich heute nicht mehr. Wenn man einen Hinweis auf eine Polyposis hat, macht man in einem Gene-Panel einfach all diese Gene, um sicherzustellen, dass man das erfasst oder ausschließt. Wenn es keinen Hinweis auf eine Polyposis gibt, findet man sehr, sehr, sehr selten in 17 anderen Genen genetische Veränderungen. Das ist aber echt die Ausnahme. Da findet man häufig ja hier noch was. Gut, aber das ist der diagnostische Standard. Das wird sowieso mit erfasst dann in der Diagnostik. Wenn man den Tumor sich anschaut und er ist hochgradig instabil, dann haben wir gelernt, MSH2, MSH6, auf MSH2, MSH6 schauen. Wenn man da was findet, ist das ein Lynch-Syndrom. Wenn man da nichts findet, macht es tatsächlich Sinn, den Tumor zu analysieren und zu schauen, ob er diese Gene somatisch abgeschaltet hat und deswegen instabil ist. Das ist eine totale Entlastung für die Familie und den Patienten. Wenn es der Ausfall in MLH1, PMS2 ist, auch hier und nicht, dann geht man erstmal den Umweg über den Tumor. Ja, ist der Tumor, hat eine BRAF-Mutation, ist er methyliert, ist er raus, dann ist es ein sporadischer Tumor. Wenn er das nicht hat, kommt er zurück und wir analysieren die Gene. Wenn wir was finden, ist das ein Lynch-Syndrom. Wenn nicht,
kommt dasselbe. Es kann eine MLA1-BMS2-Varianten im Tumor sein, die den Tumor instabil werden lassen. Auch hier große Entlastung für den Patienten, wenn er das nicht hat. Wenn es hochgradig instabil ist und wir finden bei alledem hier nichts, dann kommen die Differentialdiagnosen anderer erblicher Tumorerkrankungen aufs Tableau, wenn der Verdacht auf eine Polyposis besteht. Also das heißt vermehrt Adenome oder Polypen vorliegen. Auch das sollte differentialdiagnostisch bedacht werden. So, das ist meine letzte Folie. Also Kolonkarzinom vor den 50. Typische Tumore beachten, familiäre Häufung beachten, typische Histologie beachten. Und bitte, bitte, bitte an dieses Tumorsyndrom denken. It's a common disease that is commonly not diagnosed. Also wir denken, dass wir eine Erfassungsrate in Deutschland haben, die dürfte irgendwo bei 10 bis 20% liegen. Das ist noch nicht so richtig gut. Da würden wir uns sehr, sehr wünschen, dass das besser wird. Vielen Dank.